Semmler in der Bahnhofstraße in Marburg. Das sind Mutter und Tochter Semmler und wir werden uns gleich ein bisschen über den Laden unterhalten und was es hier so gibt, was ihn auszeichnet. Viel Spaß dabei. Seit wann gibt es denn den Laden hier? Also den gibt es mittlerweile seit 1906, von meinem Urgroßvater gegründet, dann an meinen Großvater weitergegeben, an meinen Vater und seit 2012. Es gibt einen Marburger Ring. Ja, einen Marburger Ring. Und das ist hier wahrscheinlich die Zeichnung dazu. Wer hat das denn gezeichnet? Die Zeichnung habe ich gemacht, also Idee, Entwurf und Umsetzung stammt von mir. Und die werden seit, ich glaube, fast 10 Jahren hier im Hause produziert. Wow. Mhm. Ja, das Grundmodell ist immer Silber. Also das ist der Ursprungsring und der Hintergrund geschwärzt oder vergoldet. Und wer möchte, kann ihn natürlich in Massivgold haben. Mhm. Ist dann immer eine Frage der Investitionsfreudigkeit. Ja. Und wenn es noch glitzern soll, kann man noch Steinchen reinmachen. Ach ja, oh, schön. Ja, das ist aber schön. Wie ist denn die Geschichte vom Marburg-Ring? Wie kamst du der Idee? Also entstanden ist er eigentlich aus Heimweh, weil ich meine Ausbildung in Hanau gemacht habe. Und Marburg ist ja sehr schön, wie ich finde. Und ich finde, das kommt halt, die schiefen Gassen in Marburg kommen da besser zur Geltung. Ja. Als Besonderheit kann man auch noch eine persönliche Sache dazu fügen auf diesen Ring. Ein Teil oder auch mehrere Teile, wenn jemand ein besonderes Gebäude oder Schloss oder andere Kirche von Marburg, das wird als Sonderanfertigung auch gemacht. Ja, klar, weil es alles Handarbeit und jedes Mal neu gemacht ist. Ja. Marburg? Ja, auch entstanden daraus, dass die Leute gesagt haben, ich trage aber keine Ringe. Und dann habe ich gesagt, gut, dann machen wir halt einen Anhänger. Und da ist dann halt der große Scheibenanhänger draus entstanden, wo die Gebäude auch identisch sind mit dem auf dem Ring. Dann sagten viele, das ist mir aber zu groß. Und gut, dann habe ich eine Kugel gemacht, ist eine kleine Kugel rausgekommen, da sind nur 3 Gebäude drauf, mehr Platz war nicht. Und dann haben alle geschrien, von der Uni ist aber nichts drauf, ich habe hier studiert. Ja, gut, da war eine große Kugel gemacht, da ist dann die alte Uni mit drauf. Der Juwelier Semmler hat natürlich auch ganz besondere und herzliche Kunden, wie Sie sehen. Und ich habe gesehen, Sie haben die wunderschönen Märchenringe hier gekauft. Erzählen Sie uns mal was darüber. Wir haben sie vor Weihnachten machen lassen und zwar ganz individuell von der Kati. Und wir haben uns 3 Symbole drauf schmieden lassen, weil die für uns eine Bedeutung haben. Wir haben zum Beispiel den Froschkönig, weil wir Frösche sammeln. Dann haben wir die Krone, weil wir jeden Samstagnachmittag Shopping Queen zusammen gucken. Und wir haben High Heels, weil wir beide High Heels mögen. Also ich trage sie und wir lieben sie beide. Und das sind unsere Symbole und unsere Märchenringe. Also das hat jetzt für uns für immer eine Bedeutung. Also die Ringe haben wir uns zu Weihnachten machen lassen. Who cares, baby? I think I wanna marry you. Ich denke nach wie vor, wir sind ein klassischer, ich sag mal, Gemischtwarenhandel. Also wir haben alles. Also wir haben Uhren, Schmuck, Bestecke, wir stechen die Kinderohrringe, wir verkaufen die Trauringe, ich kümmere mich um die Witwenringe, wenn es leider dann mal irgendwie nicht so ist. Also ich glaube, wir begleiten unsere Kunden in allen Lebenslagen. Als Steckenpferd könnte man höchstens sagen, dass wir uns versuchen, von der Masse dieser ganzen Marken abzuheben. Ne? Also das, was ich überall im Internet, in jeder Boutique kriege, das brauche ich hier nicht. Handwerker. Ja? Ja. Also ich denke, das eine bedingt das andere. Also man muss die handwerklichen Fähigkeiten haben, um seine Gedanken umsetzen zu können. Mhm. Und das Künstlerische dabei, klar, ich male gern, mache mir gerne Gedanken, aber wenn der Entwurf ist nicht das, was am längsten dauert, sondern einfach auch die technische Umsetzung, das zu machen. Das ist auch das, was mir am meisten Spaß macht. Und oft auf die Wünsche einzeln gut einzugehen. Ist zwar ein bisschen anstrengend, aber im Endeffekt kriegt man dann so viel Positives und sie bedanken sich, dass das so toll geworden ist und so weiter. Ja. Tag ist hier irgendwie ein bisschen Comedy, glaube ich. Ja. Also wir sind so ein Auffangbecken, glaube ich, für alles. Oder? Okay. Also nicht nur Lustiges, aber auch viel Lustiges wird daraus, manche Diagnose. Ferndiagnose. Also unser Uhrmacher muss dann Ferndiagnosen stellen, indem er am Telefon steht. Man, als Außenstehender sieht man es gar nicht, so hängt er da. Ja, so, jetzt halten Sie noch mal ein bisschen weiter rüber, den Hörer. Moment. Ja, jetzt höre ich es. Ja, Sie müssen Ihre Uhr irgendwie so und so hinhängen. Also das ist schon witzig. An dem Tick-Tack der Uhr hört man, macht sie Tick-Tack, Tick-Tack.
die muss schön tick, tack machen. Ja. Und das hört der Meister dann, wie die an der Wand hängt, gerade oder nicht gerade. Trotzdem ist es lustig, wenn man daneben sitzt. Ja. Allein der Service. Also bei uns geht der Service los, wo es bei den anderen schon lange aufhört. Ne? Ja. Die werden alleine mit ihren Produkten da stehen gelassen und bei uns gucken halt, was wir tun können. Ob wir die Kette noch reparieren können oder das oder die Ringe ist kaputt, der Stein ist rausgefallen und die vertrauen uns ihre Schätze an. Das ist ja auch unwichtig. Und ja, dann bedanken wir uns ganz herzlich fürs Gespräch. Es war sehr nett. Vielen Dank. Gerne, ebenso. Für die Eindrücke. Und alles Gute weiterhin für den Vielen Dank.